Man erfasst jedes Mal aufs Neue seine Daten. Es gibt bei uns keine wie immer geartete Vorregistrierung. Damit haben wir auch in Wirklichkeit keine großartigen Datenschutzprobleme. Die Sozialversicherung, die Postleitzahl, den Ort und die Straße. Wozu den Ort und die Straße? Das dient dazu, dass im Fall eines positiven Testergebnisses gleich entsprechend behördliche Vorgänge laufen können. Man bestätigt kurz die Richtigkeit der Daten und macht dann vom Test, also auf den Test schreibt man den Token, den wir geschickt haben. Warum machen wir das nicht mit QR-Codes? Weil es ganz viele Tests gibt, die einfach keine QR-Codes dabei liegen haben. Man schreibt also auf den Test die Nummer, die wir aufs Handy geschickt haben, macht ein Foto vom gültigen Test, zerstört dann den Test, macht noch ein Foto, beides hochgeladen und das war's. Da sieht man das. Also vom gültigen Test, dann entwerte ich den Test, indem ich ganz einfach da dieses Feld zerstöre, mache das Ganze noch einmal. So kann jeder Test nur einmal verwendet werden. Die Zertifikate selber sind auch noch einmal die Tests abgebildet, das heißt jeder Wirt hat auch noch einmal persönlich die Sicherheit, dass man dann nicht eine Banane fotografiert hat oder sonst irgendwas, sondern am Zertifikat sind die entsprechenden Fotos auch. Ganz einfache Sache. Das Ganze ist 12 Stunden gültig, rufe ich, 24 Stunden gültig, rufe ich den Test nach 24 Stunden, also den Link nach 24 Stunden und einer Sekunde auf. Kommt nichts mehr, kommt es nicht in die Mitte. Ganz einfache Sache.